Rein. Sie sind hier im Attac-Spital in Äthiopien, 4 Stunden von Addis Abeba weg, im Auftrag vom Schweizer Fernsehen. Haben Sie den Auftrag ausführen können? Hat es sich gelohnt? Für mich hat es sich absolut gelohnt, hier hinzukommen, den recht weiten Weg auf mich zu sehen. Ich habe da einen super Einblick bekommen ins äthiopische Gesundheitssystem und in die Institution, die extrem wichtig ist für 100'000 von Leuten in dieser Gegend. Eine Institution, die sichere Geburten ermöglicht für Frauen, die oft aus einfachsten Verhältnissen kommen. Wie geht es Ihnen persönlich nach den 2 Filmtagen? Wie ist die Befindlichkeit? Für mich war das sehr emotional auch gewesen, da zu sein. Weil ich einerseits eben auch die jungen Mütter, die werdenden Mütter persönlich kennengelernt, ihre Geschichten mitbekommen. Und ich konnte dabei sein mit der Kamera bei 2 Geburten und habe erlebt, wie die Frauen eben mit Hilfe dieser guten Einrichtung hier, mit dem medizinischen Know-how, haben können Kinder auf die Welt bringen, ein neues Leben in die Welt setzen.